Liebe Friendos, once again back is the Incredible, JGG am Start und hört ihr das? Mein Mac rauscht. Also, normalerweise sollte es so sein, dass ihr an der Stelle, wo ich jetzt gesagt habe, hört ihr das, nichts zu hören hätte sein sollen. Oh, mein Deutsch, up to date am frühen Morgen, Freunde, wir haben kurz vor halb acht. Oh, hier ist er wieder. Ich bin hier gerade da ein bisschen dabei, ja, mir meine Streaming-Welt ein bisschen abzugraden. Ja, wir haben jetzt hier eine neue Kamera, ne, wie ihr vielleicht sehen könnt. Wir haben hier ein neues Mikrofon, was sich aber allerdings als nicht so geil entpuppt hat, zumindest nach den ersten zwei, drei Tests, die ich mit ihm durchgeführt habe. Kamera finde ich eigentlich recht gut. Feedback bitte einmal in die Kommentare, das Feedback bitte einmal in die Kommentare. Und heute sind wir back mit Gary Washington versus AT. Grüße gehen mal raus an beide, ja. Ich finde beide sehr sympathisch und komme mit beiden sehr gut klar. Allerdings bezweifle ich, dass einer von den beiden dieses sogenannte Internet besitzt. Also, deswegen werden die wahrscheinlich das hier nicht sehen, was ich hier gerade auf YouTube abgeloadet habe. Wir machen das so, Freunde, für die, die es nicht wissen, ich nehme an, ihr wisst es alle, aber für die, die es nicht wissen, ich habe mir das Battle ja schon mal reingezogen, ne? Und wir machen das jetzt so, ich ziehe mir jetzt einfach beide Runden nochmal am Stück rein, Alter. Aber ohne rumzuschnacken, wirklich so. Ich zieh's mir einfach rein und fühle, Alter. Und danach ziehen wir uns die Abana Labüse von Chubulien, Rabain und Chabaun mal, was er da dazu sabagt. Ach so, Freunde, folgt mir alle auf Twitch. Ich bin jetzt auf Twitch aktiv. Also, ich war einmal aktiv bis jetzt, aber ich werde da jetzt aktiv sein, wenn diese ganze Technik hier funktioniert. Und womöglich gebe ich erst richtig Gas, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ich fahre bald in Urlaub, Freunde, guckt mir in die Augen. Was seht ihr? Richtig, da braucht jemand Urlaub, Alter. Und den gönne ich mir. Und da mache ich auch wirklich mal eine Auszeit. Schau nur ein paar Insta-Stories raus, so. Aber werd hier nichts hochladen. Und danach fick ich die komplette Twitch-Welt in zwei Teile. Digga, du fällst hier mit Zuversicht in Leichenstarre. Tust mir nicht mal leid, nein, denn du hast dich drauf eingelassen. Sag mir doch mal, Lady, man, was ändert, dass du töricht bleibst? Zu gewinnen, ja, aber das grenzt an der Unmöglichkeit. Du sitzt mit deinem düsteren Blick in der Büste, Büste geschickt, so wie Archäologen. Das war ein krasser Reim von Gary Washington. Das war der erste überkrasse Reim, den ich von Gary Washington gehört habe damals. Washington, und wer verdammt bist du denn schon? Warte, ich verrat dir, Digga, du bist doch ein. Ich beende jetzt deine so irrelevante Karriere und hau dein Gesicht auf den Bordstein. Schleife es hunderte Meter entlang, das erscheint mir bei deinem Gesicht. Ja, von Vorteil, du hässliches Kind, muss es beim Essen dein Gesicht haben. Erkämpfte Stellung holen. Du fällst auf der Battle mal wieder in deine schon fast verdrängten Depression. Du hast gerade mal deinen Schulabschluss geschafft. Wäre alles nicht passiert, wenn nicht der Uterus geplatzt. Du verfolgst schon lange diesen Wunschtraum einer Koryphäe. Doch deine Existenz löst sich in Luft auf, so wie Promi-Ehen. Ey, das ist einfach zu krass, ich würde am liebsten wieder bei jeder Scheiße Stopp drücken und einfach auch seine überkrasse Reimtechnik hier gerade mal hervorheben, ne? Wunschtraum einer Koryphäe, doch alles, was du tust, löst sich in Luft auf, so wie Promi-Ehen. Digga, komm, halt deine verdammte Fresse, der Chef ist am Start. Du Hemd sammelst Geld für dein Handyvertrag. Doch jetzt geht's bergab und die Bremse versagt. Verrat mir doch mal, wie ein Heroin-Junkie trotz harten Depressionen Mike rappen kann. Meine Runde könnte man mit einer Nadel-Extraktion gleichsetzen. Punk, hey, dir ist der Typ, der jetzt im Leichenschauhaus ausgestellt. Ja, die Hook fand ich aber irgendwie nie so geil. AT ist der Typ, der jetzt vom Eichenbaum aus aufgehängt wird. AT ist der Typ, dem jedes Label leider absagt. Der AT ist ein Bastard. Der AT ist ein Bastard. Wird gefickt von den Sagen und Wurm als Statussymbol ausgezeichneten Rapper. Der AT ist der mit den Nasentumoren durch Armutsregionen eine reißende Penner. Gegen mich gewinnen, Alter, geht doch nicht wie Lesben ficken. Asta, la fucking Vista, AT der Nächste, bitte. Sorry, ja, saugeiler Ausstieg. Asta, la fucking Vista, AT der Nächste, bitte. Ja,
Übergeiler Ausstieg von der Hookmann. Ey, die habe ganz vergessen, dich zu fragen, ob er deine Huren Freundin Anja Crack bezieht durch Blasen. Er the front ist diesen Divers ja mit Epilepsy. Und in der Rückrunde, da zappelst du so heftig wie nie. Bitch, Alter, ich reiße dir die Piercings aus, denn in dein Face muss mein Fuß dazu passen. Aufgrund des Verkehrs mit der Mehrfuhre Anja muss ich wegen AIDS auf seinen Blutverlust achten. Ganz kurz mal, ich probiere das jetzt mal. Nur ganz kurze Unterbrechung. Ich habe mir so ein Coolpad geholt hier für den Mac, ne? Es könnte jetzt natürlich, ich hoffe, es rauscht jetzt nicht so krass. Freunde, wenn doch, dann geht euch erschießen und im Garten vergrabe danach. Wenn ihr das schafft, gebe ich euch einen Zehner. Sei doch mal ehrlich, die Freundschaft zu Vocal ist so, als ob Merkel Gaddafi vertraut. Dann schaut man auf dich, dann wirkt deine Fresse als Promo für RTL ACTV. Was? Du kickst mich raus, Adobe. Das ist eigentlich unglaublich. Ich weiß noch, als ich das damals gehört habe, dachte ich mir so, krass, Alter, das fickt 80 nicht, Alter. Weil Gary hier wirklich so eine heftige Runde hinknallt, Alter. Händert das Kind, zwei Runden gegen Divers. Er ist immer noch drin. Auf dem Straßenstrich bricht man öfter 80s Bitch den Beckenknochen. Deine Mucke wäre doch höchstens in den 80s in wie Tennissocken. Es ist ganz ein Wunder, dass ich überhaupt eine Runde hier bringe, doch ist schon okay. Aber Tennissocken sind heute echt wieder böse in. Also manche meiner Freunde und meine Freundin regt sich auch immer über mich auf, dass ich immer in meine Air Force oder in welche Schuhe ich auch immer anziehe, immer weiße Tennissocken hochziehe. Und meine Eltern auch immer so, kannst du nicht rumlaufen? Ich sag, was? Trendsetter, Alter. Das ist auf jeden Fall Style, man. Okay, dass ich 80 jetzt ficke, denn tausende leiden ja unter der Stimme. Front meine Sehstärke, doch wenn ich will, dann mach ich eine Facebook-Page für meine Brille, die nach einer Woche mehr Likes hat als du, dessen Lieder nur Gay-Club-Befürworter singen. 80 ist der Typ, der jetzt im Leichenschauhaus ausgestellt wird. 80 ist der Typ, der jetzt am Eichenbaumhaus aufgehängt wird. 80 ist der Typ, dem jedes Label leider absagt. Doch der 80 ist ein Bastard. 80 ist ein Bastard. Von den Sagen und Wurm als Statussymbol ausgezeichneten Rapper. Denn 80 ist der mit den Nasentumoren durch Armutsregionen erinnert. Reißende Penner, gegen mich gewinnen, Alter, geht doch nicht wie Lesben ficken, Aster, la fucking Bista, der Nächste, bitte. Läuft. Der Nächste, bitte. Bei dir, nur weil du den Führerschein nicht hast, wegen Heroin bist du mit nem Hühnerbein im Knast. Das ist glühend heißer Stuff, wie deine Stiefmutter Sabine. Ja, die Übelkeit verdankst du der geschiedenen Familie. Wie fühlt es sich an, wenn die Mami aufgrund des missratenen Sohnes die Erde verlässt? Stay dir dein Bastard, bedarf es an Drogen, wie Eminems Ex seit diesem Tag. Weiter, du Spast, wegen dir leide ich gerade an Phonomanie. Du befasst dich seit kurzem mit Fotografieren. Hält sich für gut, doch das ist alles scheinbar wie Holographie. Fuck mich doch nicht ab, Wärter Alex. Es ist zu heftig, Alter. Alexander Türnagel, sonst kann es passieren, dass ich die Maf von Alexander Türnagel. Crack und so, muss nicht mal ein stubenreiner Suchhund wittern. Digga, durch meinen Klunker könntest du dir deine Zukunft sichern. Auch ultra geile Zeile, mega arrogant und von oben herab, Alter. Zwar fahrt, ob es eigentlich leichtsinnig hinter der Szene. Hätte ich deine Runde im Voraus gehabt, hätte ich sie mir freiwillig nicht mal gegeben. Ich gebe mir Tonic, schon lange dein Leben. Ich bin wie der teuflische Kopfficker Freddy. Ne, nach diesem Battle gerätst du in Panik. Siehst in deinen Träumen, ne Washington Gary. Hey, dir ist der Typ, der jetzt im Leichenschauhaus ausgestellt. Ja, dieser Hook fuckt mich irgendwie so ab trotzdem. Hey, dir ist der Typ, der jetzt vom Eichenbaum aus aufgehängt wird. Hey, dir ist der Typ, dem jedes Label leider absagt. Aber IT ist ein Bastard. Der 80 ist ein Bastard. Und mit Gefecht von den Sagen am Wurf als Statussymbol ausgezeichneten Rapper. Der 80 ist der mit den Nasentumoren durch Armutsregionen eine reißende Penner. Gegen mich gewinnen, Alter, geht doch nicht wie Lesben ficken. Asta, la fucking Vista, 80 der Nächste, bitte. Ich gebe dir Kicke in deiner verpickelte Fresse, du kleiner verdorbener Penner, und zeige danach deiner Mutter mein Gender, denn ich komme rein mit dem Zickboden-Style. Alter, Fishbone ist nice. Jetzt in die Kamera gucken, als hätte ich gerade den übelsten Hard-16-Bart gekickt, Alter. Weiter geht's. Auf jeden Fall ultra krass. Ich war damals, ich glaube, sehr, sehr geflasht davon und dachte mir so, ey, das ist eigentlich fast unmöglich, das zu toppen. Und dann kam 80. Aha, und was habe ich gelernt, Freunde von Tubo? Der Adblocker muss aus. Er hat natürlich vollkommen recht. Es ist ultra respektlos. Habe ich letztens bei Tubo. Ich gucke wirklich eigentlich gar kein Tubo.
Also früher habe ich ihn extrem geguckt, so. Was heißt extrem? Eigentlich, nee, eigentlich stimmt das auch nicht. Ich habe ihn halt ein paar Mal geguckt und mittlerweile habe ich irgendwie gar keine Zeit mehr, um einfach mal sowas zu gucken. Aber irgendwo habe ich diesen Ausschnitt gesehen, wo er irgendwie sagt, ey, das ist mega respektlos, den Adblocker zu benutzen. Und Bowie, meine zärtliche, erotische Klatze, du hast vollkommen recht, Alter. Es ist total respektlos. Ich meine jetzt Julie gegenüber jetzt nicht so unbedingt, aber ich meine, es ist auch, ich bin ja selber einer, ich will nicht sagen, davon lebt, ne? Weil so viel verdiene ich mit YouTube nicht, ne? Also eigentlich müsste ich auch, das ist auch, letztens habe ich auch, irgendeiner hat kommentiert, Alter, da denke ich mir auch, ohne Spaß, Alter, da denke ich mir, Alter, das ist so heftig, was es für Leute gibt. Er schreibt einfach, ey, Jiggy hat sich voll verändert im Gegensatz zu früher. Heute macht er YouTube nur noch wegen dem Geld. Ich denke mir so, Dicke, Alter, wenn ich dir jetzt wirklich meine Meinung sagen könnte, da würdest du danach in die Klinik gehen müssen, das sage ich dir, das wirst du in deinem ganzen Leben nicht mehr los. Also so eine Scheiße habe ich wirklich seit 3 Tagen von meiner Freundin nicht mehr gehört. Und das will was heißen, so wie ein Baby vor der Taufe. In diesem Sinne, AT, mein Freund, let's do it. Allzu sicher sollte seine Anhängerschaft noch nicht über das Finale spekulieren. Er muss nämlich erstmal das Viertelfinale überleben. In der nächsten Runde wird es sehr viel schwieriger für ihn werden. Ja, da hat er aber gerade noch schön einen Kieferkick geschoben, Zuerst. oder? In der nächsten Runde wird es sehr viel schwieriger für ihn werden. Zuerst ein Kind, das wie eine Schwuchtel rappt und jetzt einer, der klingt, als ob er Schnupfen hätte. Dass ich gewinne, ist kaum noch zu verhindern. Digga, Schruckleflex. Ich pump den Hundesohn hier voll Blei, Alter, und Gary ist am Abkratzen, als wird man ihm Rubbellose verteilen. Ey, und du willst gegen mich hier richtig heftig, dicke Styles auffahren, doch ich mach dir dann Strich durch die Rechnung, wie bei Zeitaufgaben. Selbst wenn ich beim Zugfahren die Strophe schreib, Washington. Du kommst nicht auf den Starten, als wär am Flughafen Pilotenstreik. Deine Freundin ist ein Porsche-Swipe mit Borderline. Warum nennst du dich Gary? Du siehst mehr danach aus, als ob du Torben. Die Slut wollt ficken, ich hab keine Lust gehabt. Ich baute mir nen Joint, sie hat die Runde gegen dich gehört und Schluss gemacht. Beim Blasen erleidet sie dank meinem pimmelnden Kieferkrampf. Komm schon, Gary, zeig uns mal, wie stylisch du verlieren kannst. Du behauptest keine Zeit zu haben für zig Leute, weil die dem Gary auf die Eier gehen wie Filzleute. Dein Name ist der Shit, Alter, was dachtest du dir, Mann? Um ein Haar hättest du dich Gary Aschaffenburg genannt. Mittlerweile hast du dich fast mit krassem Rap etabliert. Noch vor 2 Jahren hast du alltäglich Nackenschellen kassiert. Hiernach läufst du nur gebückt wie ein Such und dir kommt deine Vergangenheit in die Quere, wie bei zurück in die Zukunft. Mittlerweile. War das damals? Nee, das war nur rein zufällig, dass Gary Washington was mit Suchhund irgendwie labert und Gary jetzt auch was mit, und AT jetzt auch was mit Suchhund, gell? Da gab's keinen Bitch-Move im Voraus, ne? Oder? Hast du Style und behauptest, du bangst am Block die Hure. Noch vor 2 Jahren warst du Lil X, die Brillenschlange mit Topfrisur. Ach, stimmt, jetzt kommt dieser Ausschnitt, gell? Ja, unser Album heißt dann Unser Weg. Kommt dann ungefähr im Mai raus. Ich gehe meinen Weg. Das ist Standard so, ja, ich bin hart und so. Was wir auch sind natürlich. Ja, der Text ist auch wieder ziemlich. Wir wollten Medium machen sozusagen, wie beim Steak. Und dann wurde es von Medium zu hart. Shish! Wir wollten Medium machen, wie beim Steak. Shish! Shish! Ja, aber nicht ganz so hart, wie wir könnten. Und ja, schon mal machen. Ich war ein guter Mensch, ich weiß, was ich gemacht hab. Wir fahren ab, oh Vater. Irgendwann ist Feiertag, wenn was, dass ich sag, das ist es immer gut, weil ich träume, alles Gary, was fuckt ist, dass deine Fanbase enttäuscht sein wird? Denn ich fick dich back in den Bauch von deiner Mom wie ein Beuteltier. Denn ich fick dich back in den Bauch von deiner Mom wie ein Beuteltier, was? Das sind genau diese, das sind diese Betonungen und diese Flow-Pattern, die einfach so geil über die Lippen gehen. Denn ich fick dich back in den Bauch von deiner Mom wie ein Beuteltier. In den Bauch von deiner Mom wie ein Beuteltier. Was fuckt ist, dass deine Fanbase enttäuscht sein wird? Denn ich fick dich back in den Bauch von deiner Mom wie ein Beuteltier. So geil. Sag mir, warum du hier den Harten spielst, Freakshow. Du musst dir deine Lines aus der Nase ziehen wie Speedpuppe. Ich hab schon im Siehstod gebattelt. Da hast du noch mit Big D auf deinem Abschluss mal Tracks von Bushido gerappt. Alter, bitte, wie schaffst du es, dich selbst da noch ernst zu nehmen? Du würdest heute noch Gangster-Rap machen, hättest du nicht Battles von Lance gesehen. Hat dir gefallen, war? Ja, hört mal, nur talkst du Huren nix. Gary steht auf der Stage und lässt einen fahren wie Autoscooter-Shit. Meine Lines haben Sinn sich, als ob ich sie flach gelegt und. Ich muss einfach. Taugt die Hure nix. Gary steht auf der Bühne und lässt einen fahren wie Autoscooter-Chips.
Einfach geil. Und geschwängert hätte, wie dann es ist, weil sie drauf abgeht, als wär's ne Kellertreppe. Lass mal die Männer rappen, yo, Parts, die dich bang. Du fliegst nach dem Schlag aus den Wänden, ich bin nicht das K-Element. Du machst einen auf Star für die Fans, ich hab nen Haufen Lines wie ein Stichcode-Zeichen. Du musst dein Hipster-Pad nicht mehr rumlaufen in deinen Fishbone-Kleidern. Yo, ich zerfick dein Gesicht, so als ob ich Kimbo Slice wär. Deinen billigen Piss dreh ich prinzipiell schon in Intro-Leiter. Ey, Junge, er spittet und flext so krass ab, Alter. Das ist echt zu heftig hier. Das ist einfach ein Hörgenuss, einfach. Auch diese Betonung, wie er sie ins Mic drückt. Alter, das ist einfach zu... Laufen Lines wie ein Stichcode-Zeichen. Du musst dein Hipster-Pad nicht mehr rumlaufen in deinen Fishbone-Kleidern. Yo, ich zerfick dein Gesicht so, als ob ich Kimbo Slice wär. Deinen billigen Piss dreh ich prinzipiell schon im Intro leise. Deinen billigen Piss dreh ich prinzipiell schon im Intro leise. Ich glaube, das Mic macht das nicht mit, Alter. Wir haben aber auch schon neu... Also mein Mic hier, wenn ich so rummache. Ich glaube, das klingt mega scheiße. Wir haben aber auch schon ein neues Mic. Das aber nach meinem Urlaub. Jedenfalls ist es so geil, wie er diese Worte betont, ey. Das ist einfach, das ist wie bei SSIO, das ist für mich einfach ein kompletter Hörgenuss. Ich zerfick dein Gesicht so, als ob ich Kimbo Slice wär. Deinen billigen Piss dreh ich prinzipiell schon im Intro leise. Wir sind beide Noten und ich hab's derbe drauf. Du entdeckst den Rest in meinem Bornkopf und fragst, yo, kann ich denn fertig rauchen? Ey, T, bring mir meine Gegner, ich werd jeden töten. Du stellst in meinen Augen kein Problem da wie mein Sehvermögen. Du fliegst, nachdem ich dich dreh, durch deine Ikea-Möbel. Dein Style basiert auf einer Entzündung deiner Nebenhöhlen. Zumindest klingt das so, clean wie mein Piss-Test. Yo, du siehst aus, als ob deine Mom mit einem T-Rex gefickt wär. Sie wird dauerbekifft, den Arsch gebumst. Dein Kopf ist so verdammt eckig, Mann, ich dreh dir mit nem Schraubenschlüssel den Kragen um. Ich schreib aus dem Reisekoffer. Oh, Digga, das ist einfach, ich schwör's dir, er fickt ihn einfach so weg, einfach. Das ist zu krass, Alter. Das ist zu heftig, wie er ihn wegfickt, Alter. Ah, nächstes Thema, Werbefreundlichkeit. Ja, habe ich mich auch letztens ein bisschen befasst. Ich glaube, wenn ich so sage, so Dinge sage wie wegficken und lass dir mal ins Maul scheißen, du kleine geile Hure, dann ist es vielleicht nicht unbedingt für den Werbeträger einladend. Mir doch egal. Jedenfalls ist es zu krass und meine Nase juckt auch schon wieder, als hätte ich... Sag mal, besser nicht, ne? Ab jetzt werbefreundlich. Was für Gegner, was für Bau, den Spliff, hier Nacht mach ich dir nen Teilzeitjob, klar als Nasenleger. Komm vorbei, Mann, und ich schreib dir deine Strophe und dann ist das Pferd, denn ich bin viel zu tight wie deine Hosen. Junge, 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 Junge. Wie, also, ganz im Ernst, ich weiß gar nicht, hab ich damals, ach, ich hab wahrscheinlich nur einzelne Punkte gegeben, gell, damals, als ich das analysiert habe. Als ich das analysiert habe damals, weil, wie kam ich denn da nur auf 19 Punkte hier? Zumindest hat es der Chris, mein Dokumentenbruder, hier so notiert. Ist das denn richtig? Nee, es ist richtig. Ich habe selber nochmal geguckt. Es ist richtig. Aber da habe ich wahrscheinlich schon einzelne Punkte gegeben. Sonst kann ich mir das ja überhaupt nicht vorstellen, Freunde, wie das hier zustande gekommen ist. So, jetzt Ababer. Schabauen wir mal, was Jubulien der Batu sagt. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Was auf jeden Fall ultra ekelhaft ist, ist es nach Entertainment jetzt einer von Gary und AT direkt auch gehen muss. Werbung. Ach, ist das schön. Freunde, ihr schaltet alle, wenn ihr mich guckt, euren Adblocker aus. Ansonsten schlage ich euch tot. Hey! Was für ein Scheiß-Battle, was für ein absolut bekacktes Gammelschrott-Battle war es Miles gegen Talon. Zum Glück sind wir jetzt bei dem überkrassesten Ultra-Battle überhaupt dieses Jahr, nämlich AT gegen Gary Washington. Und egal wie dieses und die nächsten Washington Battles ausgehen werden, ihr werdet mich von Runde zu Runde immer mehr hassen, weil am Ende nur mal nur einer übrig bleiben wird und die Chance, dass dieser jemand euer Favorit ist, ist relativ gering, wenn noch 7 Leute im Viertelfinale übrig sind, die alle ziemlich gut sind. Aber euer Hate gegen mich ist ganz normal und gehört einfach zum JBB dazu, irgendwer muss ja der Buhmann sein. Ich würde auch am liebsten sagen, AT und Gary, beide absolut geil, macht doch 25 Rückrunden im Abstand von jeweils einer Woche. Und wir nennen das AT-Gary-Battle 2014. Ist halt echt so, dass er sich von Runde zu Runde unbeliebter macht, gell? Das ist halt echt komplett die Arschkarte, Alter. Aber kommen wir zur Analyse, damit ihr endlich mit dem Haten beginnen könnt. Die Videos. Gary hat eine bessere Cam, das sieht alles schärfer und detaillierter aus. Außerdem gut gedreht und geschnitten. ATs Cam ist ein klein wenig schlechter, aber dafür hat AT eine bessere Location. Gary ist auf einem Dachboden oder sowas und AT steht vor einem Projektor, der die... Sag mal, habe ich mir das jetzt schon mal angeguckt?
diverse Ausschnitte. Irgendwie kommt mir das gerade mit dem Dachboden, dass er das Dachboden so erwähnt, kommt mir irgendwie bekannt vor. Auf ihn projiziert. Das wirkt richtig geil und passt perfekt zu seiner epischen Runde. Garys Video ist auf Style und Looks getrimmt und 80s auf Atmosphäre und Spannungsbögen. Auf Looks getrimmt? Jetzt kommen aber die Fachausdrücke hier in den Raum. Ähnlich wie bei Lasker und Ente, wieder ein sehr unterschiedlicher Style, aber beide Videos absolut hochwertig und gut. Es wird bei beiden eine richtig geile Stimmung transportiert. Videopunkt für beide. Flow. 80 float cool und aggressiv. Er pumpt die Plosivkonsonanten, also zum Beispiel PKT, mit schön viel Druck in den Beat. Das klatscht einem richtig heftig in die Fresse. Ja, Mann. Gary. Jetzt genau das, was ich auch gesagt habe. So, ich konnte es nur leider nicht so fachlich ausdrücken, wie Julian in dem Fall es hier gemacht hat. Ist chilliger und stylt melodischer durch die Gegend. Das klingt auch richtig Porno und ist für Leute angenehmer, denen in die Fresse Rap zu hart ist. Sorry, 80, habe ganz vergessen, dich zu fragen. Ob deine hohen Freundin Anja Crack bezieht durch Blasen. Gary, läuft bei dir. Das Fakt ist, dass deine Fanbase ein Teufel ist. Durch den wird er nicht wirklich schmecken in den Bauch von deiner Mama, wie freundlich dir. Sei doch mal ehrlich, die Freundschaft zu Vocal ist so, als ob Merkel Gaddafi vertraut. Dann schaut man auf dich und dann wirkt deine Fresse als Promo für RTL. Zuerst ein Kind, das wie eine Schwuchtel rappt und jetzt einer, der klingt, als ob er schnupfen nennt. Dass ich gewinne, ist kaum noch zu verhindern, Digga, Schluckreflex. Das Einzige, was bei 80 schon wieder richtig hart auf den Sack geht, ist die Schrottmische. Ich habe das Gefühl, dass sein Mischer immer auf der Seite von 80s Gegner ist. Gebt euch mal beide Runden hintereinander mit Kopfhörer, die Unterschiede sind kaum in Worte zu fassen. Ist mir nicht aufgefallen. Aber jetzt kommt der Moment, wo ihr dieses Video disliken müsst. Beides ist überkrass gerappt. Es ist echt Geschmackssache, was man jetzt mehr feiert. Ich persönlich finde den aggressiven Style von 80 besser, weil es ein echt brutales Brett in die Fresse ist. Ich finde, der ist so dope wie das Zeug, was er sich reinpfeift. Aber die meisten von euch finden bestimmt Gary besser. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Jetzt kommt das, was keiner für möglich gehalten hätte bei einem Gary-Washington-Battle. Beide bekommen einen Punkt für Flow. Technik. An manchen Stellen kommt es einem fast so vor, als wäre... Beim letzten Battle gibt er bei Punchlines, achso, oder Flow gibt's nur einen Punkt, gell? Ich wollte jetzt so wieder, oder? Gibt's bei Flow zwei Punkte? Wurde mir das nicht behindertengerecht aufgezeichnet von meinem Dokumentenfreund? Nee, also, hättest du schon mal ein bisschen mehr Arbeit machen können, Chris. Also, das ist wirklich, ach was? Hättest du krass hier schon das Dokument für JBB 2015, Digga, du bist zu krass, Alter. Ich ziehe auf jeden Fall durch, Mann. Sie auf einem ähnlichen Level. Sie haben sogar einen fast identischen Reim benutzt, wie man an diesem Beispiel sieht. Suchhund. Gary sagt, dein Crack-Konsum muss nicht mal ein stubenreiner Suchhund wittern. Digga, durch mein Klunker könntest du dir deine Zukunft sichern. Und 80 sagt, hiernach läufst du nur gebückt wie ein Suchhund. Dir kommt deine Vergangenheit in die Quere wie bei Zurück in die Zukunft. Aber Gary benutzt neben einigen soliden bis guten Reimen leider auch noch einen Riesenhaufen Zweckreime, wie man auch in diesem Beispiel sieht. Es ist natürlich super wichtig, dass der Suchhund stubenrein ist, damit der drei extra Silben reimen kann. Also das ist wirklich so, das ist natürlich, natürlich kannst du das als Zweck reimen, aber wenn du es aus der Sicht, wie Julian es gerade siehst, dann kannst du ja, dann ist ja jeder Reim ein Zweckreim. Dann ist ja die ganze Rap-Lyrik ein einziger Zweckreim, weil Rap eben aus Reimen besteht. Aber das ist für mich doch kein Zweckreim. Das ist für mich eine brillante Reimtechnik, Alter. Das ist mir auch gar nicht auf. Stubenreiner Suchhund wittern, du dir keine Zukunft sichern. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass Stubenrein und Suchhund so komplett in einem so Null-Kontext zueinander stehen und dass das so überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das steht halt gut im Kontext. Ich meine, Hunde, die stubenrein sind, scheißen dir nicht ins Haus. Und deswegen, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach überhaupt kein Zweckreim, sondern einfach nur eine brillante Reimtechnik, die gewürdigt hätte werden sollen, sein können müssen. Man muss sich bei seinem Text teilweise sehr wundern, wie er krampfhaft versucht, viele Silben zu reimen und manchmal in Zweckreimmassaker ausartet. Das stimmt, Gary macht das halt schon zu übertrieben, aber nicht an dieser Stelle halt. An dieser Stelle ist doch kein Zweckreim, ein stubenreiner Suchhund. Ein stubenreiner Suchhund wittern. Das ist auch sowas, ich meine, ich bin ja genauso, aber da könnte ich mir jetzt auch denken, hätte das Entertainment gerappt, würde Julian sagen, hier seht ihr eine brillante Technik, so und so viele Silben, einfach krass und so. Just saying. Technikpunkt geht an 80. Aber kommen wir zum wichtigsten Teil, den Punchlines. Gary hat neben dem Style und Flow sogar ein paar solide und zwei richtig geile Punchlines, nur leider im Verhältnis zu seinem extrem langen Text nicht sonderlich viele. Im ersten Part sind zwei drin. Gary fucking Washington. Bist du denn schon? Warte, ich verrat's dir, Digga. Und du bist doch ein. Du verfolgst schon lange diesen Wunschtraum einer Koryphäe. Doch deine Existenz löst sich in Luft auf, so wie Tommy Air. Im zweiten Part sind es.
könnt ihr ja jetzt auch sagen, ja, Koryphäe auf Promi-Ehe ist ein dreisilbiger Promi-Ehe, viersilbiger Reim, ist toll, Substantiv, aber das Wunschtraum auf Luft auf davor, das ist ein Zweckreim. Gary verhadert sich da zu oft in zu viele Silben bei seinem Reimaufbau. Das wäre ja genau das gleiche wie davor, das ist doch vollkommener Schwachsinn so. Nur hier könntest du es halt wirklich noch viel eher sagen, weil was hat denn der Wunschtraum mit der Koryphäe zu tun? Ist jetzt auch komplett behindert argumentiert von mir, aber... Genauso behindert kam ja auch, jetzt sage ich schon wieder so viel behindert, ich wollte es auch nicht mehr sagen. Genauso strange kam ja auch die Argumentation vom Julian bei dem Beispiel davor. Vor. 3. Epilepsy und ein Rückrunder, das happerst du so heftig mit mir. Jetzt kommt eine von zwei richtig geilen Lines in dieser Runde. Was, du kickst mich raus, du behindertes Kind. 2 Runden gegen Divers, es immer noch drin. Jetzt kommt eine Line, die mich an eine von mir selber erinnert. Ich hab mal gesagt, Savas deine Mucke ist wie AIDS, der Shit war höchstens in den 90ern in. Gary sagt, auf dem Straßenstrich bricht man öfters 80s Bitch den Beckenknochen. Deine Mucke wäre doch höchstens in den 80s in wie Tennissocken. Im dritten Part gibt es 4 Punchlines, direkt die erste habe ich gefeiert. Läuft bei dir, nur weil du den Führerschein nicht hast. Wegen Heroin bist du mit einem Hühnerbein im Knast. Und jetzt kommt die zweite Überline dieser Runde und danach direkt noch ein paar gute Lines, am Ende zum Beispiel mit Bezug auf die Runde gegen Diverse mit der Vorauskonterung. Fuck mich doch nicht ab, Werte Alexander Türnagel. Türnagel. Sonst kann es passieren, dass ich die Macht von Alexander Türnagel. Dein Crack und so muss. Ich weiß noch, als ich mit 80 irgendwann im Auto saß, als wir ein Video für Kuchens JBB-Runde gedreht haben, so saßen wir zu dritt im Auto und wir haben auch über dieses Battle irgendwie geredet. So. Und Kuchen saß hinten, glaube ich, 80 auf dem Beifahrersitz, ich bin gefahren so und ich frage ihn irgendwann so: Ey, Digga, sag mal. Heißt du wirklich Alexander Türnagel? Und er sagt so, ja, Mann, ich heiße wirklich so. Ich denke mir, Digga, Alter, deine Eltern, Alter, haben die das nicht gerafft oder was ist mit denen, Alter, so. Alexander Türnagel. Nicht mal ein Sturm reiner Suchhundwitter, Digga, durch mein Klunker. Könntest du dir deine Zukunft sichern? Du tust zwar auf hart, doch bist eigentlich leichtsinnig hinter der Szene. Hätte ich deine Runde im Voraus gehabt, hätte ich sie mir freiwillig nicht mal gegeben. So, 3 Parts mit einmal 2, einmal 3 und einmal 4 guten Lines macht 9 insgesamt und 2 davon waren richtig gut. Die Runde von Gary ist zwar echt fett, aber so richtig punchen tut das Ganze leider an etwas zu wenigen Stellen. Mal gucken, was bei 80 so geht. Direkter Einstieg geht ziemlich gut in die Fresse. Du hast ein Kind, das wie eine Schwuchtel rappt und jetzt einer, der klingt, als ob er Schnupfen hätte. Das ich gewinne, ist kaum noch zu verhindern, Digga. Schluckreflex. Ich pump den Hundesohn hier voll Blei, Alter, und Gary ist am Abkratzen, als wird man ihm Rubbellose verteilen. Ey, yo, du willst gegen mich hier richtig heftig, geht es reiz auf Fahrt. Doch ich mach dir einen Strich durch die Rechnung wie bei Geteiltaufgaben. Dann gibt's was Gutes mittendrin. Beim Blasen erleidet sie dank meinem pimmelnden Käferkrampf. Komm schon, Gary, zeig uns mal, wie stylisch du verlieren kannst. Und die letzten 4 Zeilen des Parts. Hiernach läufst du nur gebückt wie ein und dir kommt deine Vergangenheit in die Quere, wie bei zurück in die Zukunft. Mittlerweile hast du Style und behauptest, du bangst am Block die Hure. Noch vor 2 Jahren warst du Lil X, die Prinzschlange mit Topfrisur. Dann kommt was richtig Ekliges, nämlich ein ultra peinliches altes Video von Gary Washington. Diese Ausschnitte sind kompletter Selbstmord. Ich dachte die ganze Zeit, bitte, bitte lass es schnell vorbei sein. Das erinnert mich extrem an die Hall of Shame-Lappen vom JBB 2012, Untersuchungshaft und Strafvollzug. Nur, dass die das aus Spaß gemacht haben. Das hier kommt einem so vor, als würden die das tatsächlich ernst meinen. Ultra-Fremdschämen-Modus. 80 sagt nicht mal großartig viel dazu, weil die sich so dermaßen selber ficken in dem Video, dass es auch gar nicht wirklich nötig ist. Die hatten bestimmt ein Dauerabo für Nackenklatscher auf dem Pausenhof. Die sehen aus wie richtig krasse Mobbing-Opfer und machen auf hart. Die könnten nicht mal authentisch sein, wenn sie Streber-Rap machen würden, weil das viel zu Gangster wäre. Ein Glück, dass aus dem Vogel da ein Gary Washington geworden ist. Der Typ, der da sitzt, wäre garantiert für immer Jungfrau geblieben. Lustig, dass er erst sagt, man muss eigentlich gar nicht dazu viel zu sagen, weil die sich schon selber zu krass blamieren und es einfach komplett fremdschamerregend ist. Und dann aber trotzdem noch 2 Minuten drüber babbelt. Dieses peinliche Video zusammen mit dem vorherigen Aufbau von 80 mit dem Spruch, dass ihm seine Vergangenheit in die Quere kommt, wie bei Zurück in die Zukunft und dass er vor 2 Jahren noch dieser Lappen Lil X mit Topfrisur war, das zusammen ist ein richtiger K.O.-Punch. Die Vorauskonterung von Diverse ist nichts dagegen. Kennt ihr noch Quake 3 oder Counter-Strike 1.6, ihr Kleinscheißer? Das war ein Holy Shit. Ach ja, für alle, die sich gewundert haben, ich habe am Samstag nach einem Facebook-Post zu diesem Thema eine Version
Version ohne Zwischenschnitt hochgeladen, beziehungsweise eher ohne Zwischenfick. Denn das ist zwar ein krasser Diss, aber nur die ersten 2-3 Male. Danach ist es eine nervige Unterbrechung zwischen 2 Überparts. Ich gebe mir ein paar JBB-Runden gerne beim Sport zwischendurch und da hat mich das echt gestört. Es gibt übrigens eine Playlist mit meinen Favoriten, die findet ihr auf dem JBB-Kanal unter Playlist. Komm, werd wieder so aktiv, Julian. Tu es. Tu es. Lass es dir von mir gesagt sein. Tu es. Das ist so schön, diese Motivation. Hier eine Playlist. Ich gebe mir das auch beim Sport. Hier das. Ich habe mal was geschnitten ohne Zwischenfix. So. Man merkt voll, der hat Bock da drauf, Alter. Oder in der Beschreibung verlinkt, falls euch das interessiert. Aber weiter geht's mit dem zweiten Part von AT. Wieder 6 gute Lines am Anfang. Sag mir, warum du hier den Harten spielst, Freakshow. Du musst dir deine Lines aus der Nase ziehen wie ein Streetpope. Ich hab schon im Fließtod gebattelt, dass du noch mit Big D auf deinem Abschlussball Tracks von Bushido gerappt. Alter, bitte, wie schaffst du es, dich selbst dann noch ernst zu nehmen? Du würdest heute noch Gangster-Rap machen, hättest du nicht Battles von Lance gesehen. Mittendrin gibt es 12 gute Lines. Lass mal die Männer rappen, yo, parts, die dich bang. Du fliegst nach dem Schlag aus den Wänden, ich bin nicht das K. Element. Du machst einen auf Star für die Fans, ich hab nen Haufen Lines wie ein Stichcode-Zeichen. Du musst dein Hipster-Trend nicht mehr rumlaufen in deinen Fishbowl-Kleidern. Yo, ich zerfick dein Gesicht so, als ob ich Kimbos Reis wär. Deinen billigen Pitch dreh ich prinzipiell schon im Intro leiser. Wir sind beide stoned, nur ich hab's derbe drauf. Du entdeckst den Rest in meinem Bonkopf und frag, yo, kann ich denn fertig rauchen? Ey, das hab ich auch so gefeiert, yo, kann ich denn fertig rauchen? Wie bringt mir meine Gegner, ich werd jeden töten. Du stellst in meinen Augen kein Problem, da wie mein Sehvermögen. Du fliegst, nachdem ich dich dreh durch deine Ikea-Möbel. Dein Style basiert auf eine Entzündung deiner Nebenhöhlen. Und die allerletzte Line ist auch geil. Komm vorbei, Mann, und ich schreib dir deine Strophe und dann ist das fair, denn ich bin viel zu tight wie deine Hosen. Ans Ende dieser Runde gehört ein eindeutiges Monster-Kill. AT bringt einen Haufen geiler Lines, diese Videozerfickung und alles auf epischen Beats. Die Runde von AT ist krass zerstörend. Das ist keine Battle-Runde, das ist Mobbing. Das Einzige, was stört, sind etwas zu viele Vergleiche. Gary kann mit seinen... Hat er da einen Pulli vom Asiaten an? Fällt mir jetzt gerade auf, ne? Sag mal, genauso sieht doch heute das Merch vom Asiaten aus, oder? Fällt mir jetzt erst auf. Ist das vom Asiaten? Alles auf epischen Beats. Da steht doch AT, oder? Da steht doch AT. Sieht ja genauso aus wie hier das Bang Shui. Aha. Da hat sich aber jemand mal woran orientiert. Aber ich sag's keinem. AT ist krass zerstörend. Das ist keine Battle-Runde, das ist Mobbing. Das Einzige, was stört, sind etwas zu viele Vergleiche. Gary kann mit seinen 2 Überlines und ein paar guten zwischendurch aber zumindest das Schlimmste abwenden, nämlich ein 2-0. Ein Punkt für Gary und für AT natürlich 2. Extra Punkt. Würde es in diesem Battle Style-Punkte geben, dann hätte Gary sie alle bekommen. Was er hier schon wieder für eine Style-Bombe droppt, ist ziemlich krass. Auch Punchlines sind dazwischen, aber zu wenig gegen einen AT. Es ist eine geile Runde, aber in erster Linie muss man durchgehend mit dem Kopf nicken und feiert es als krasse Mucke, aber nicht als Battle-Runde, in der AT krass weggepuncht wurde, denn das hat nicht so richtig stattgefunden wie auf der Gegenseite. AT hat seine Hinrunde gegen die Verse tatsächlich nochmal übertroffen. Wie er hier auf Gary rumhackt, ist schon fast strafbar. Das ist keine Körperverletzung, das ist Körperzersetzung. AT ist durch und durch Battle-Maschine und wenn er hier so weitermacht, wird es schwer bis fast unmöglich, ihn auf dem Weg zum Schwamm aufzuhalten. Das ist echt zu krass. Also das ist wirklich eine Battle-Runde par excellence. Das ist eine Vorzeige-Battle-Runde von AT, Alter. Ich meine, Julian hat es jetzt gerade schon so ausführlich geschmückt. Ich brauche da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Man muss da jetzt nicht noch mehr drauf scheißen und mehr Lob ausschütten. Es ist einfach alles in allem eine 10 von 10. Das ist nach seiner Hinrunde gegen die Verse jetzt die neue Battle-Runde. Nur eine Sache könnte noch krasser sein als Gary gegen AT und das wäre Gary mit AT als Team. Beide haben richtig coole Runden gemacht. AT hat krass zerstört und Gary hat krass gegarried. Mir hat beides gut gefallen und beide bekommen einen Extrapunkt. Kommen wir zum User-Voting. Da bin ich gespannt. AT hat schon das zweite Mal das Problem, dass er gegen den absoluten Publikumsliebling antreten muss. Natürlich gewinnt Gary das Voting. Er hat hier Mucke gemacht, die man abfeiern kann. Da sind wir uns alle einig. Dass er dafür das User-Voting bekommt, ist klar. Und das kann man ihm auch gönnen. Ein schöner Trost dafür, dass er Battle-Rap-technisch so umgebracht wurde. Ich weiß noch damals, als ich mit JBB angefangen habe, gell? Und dann irgendwie angenommen wurde, der Pinch mit mich anruft, ey, wir sind dabei und so. Und dann habe ich mich erst dann angefangen, so ein bisschen damit zu befassen, so, ne? Und habe Leute ausgecheckt und ich weiß natürlich, als wo ich das erste Mal Gary Washington gehört habe, mir echt so gedacht habe, was ist denn das für eine Lachnummer, Alter? Ich mir direkt gedacht habe, was ist denn das für ein Spaß, Alter? Was ist denn an dem so toll? Warum hat denn der so viele Klicks, Alter? Und
ja, dann habe ich es mir nochmal angehört und auf einmal dachte ich so, ey, man, der ist echt ziemlich fresh, Alter. Ah, okay, der ist echt ganz schön fresh. 80 sagt sehr treffend in seiner Runde, zeig uns mal, wie stylisch du verlieren kannst. Und das passt einfach perfekt, denn Gary verliert auf die stylischste Art und Weise, die es jemals in einem Battle gegeben hat. Ich glaube, es ist auch einfach nicht möglich, bei Gary auf Dislike zu drücken, egal ob er jetzt brutal zerfickt wurde oder nicht. Ich würde das auch nicht über mich bringen. Wenn man bei Gary auf Dislike drückt, dann stirbt irgendwo in Afrika ein kleines Kind oder so. Ich glaube auch, dass die Gary-Community weiß, dass 80 weitergehört. Nur keiner will gegen Gary stimmen. Ist aber auch kein Problem. Nach Punkten gewinnt 80 trotzdem. Und ihr könnt euch in den Kommentaren, die ich niemals lese, darüber beschweren. Damit ist 80 genau wie Laska um 500 Euro reicher und im Halbfinale, in dem es dann um 1000 Euro Preisgeld geht. Morgen gibt es die Revanche Cassius Clay gegen Gio. 2013 gab es das erste Aufeinandertreffen und beide haben sich seitdem weiterentwickelt. Das dürfte interessant werden. Nächste Woche gibt es das letzte Viertelfinale. Diverse. Perplex. Geil, Alter. Fight. Okay, fresh, freue ich mich auch drauf. Okay, Freunde. Das war's für heute. Ich hoffe, das mit der Technik hat alles funktioniert. Sollte da irgendwas vorgefallen sein, wie ein stolpernder Schüler in der ersten Reihe, der über eine Bananenschale seines Sitznachbarns stolpert, dann tut das mir leid. Ja, da muss man mal gucken. Schreibt mir einfach in die Kommentare, Freunde. Ansonsten, wenn ihr neu seid, natürlich hier ein Abo dalassen. Rap-Tutorial.de auschecken, Freunde. Das wächst und gedeiht. Gestern kam ein neuer Beat. Folgt auf jeden Fall Rap-Tutorial auf YouTube. Abonniert mich auf jeden Fall auf Twitch oder beziehungsweise folgt mir auch da. Da werden demnächst wirklich viele Livestreams kommen. Und ich mache das auch, also geplant ist es zumindest so, dass ich mir auch diese ganzen Wünsche, die ihr habt von mir, ne, was ich analysieren soll und so, dass ich mir das live auf Twitch reinziehe und dann im Nachhinein auf YouTube hochlade. Also ihr braucht nicht bedenken, dass ich nur noch Twitch-Content rausballe oder so. So ist zumindest die Planung. Mal gucken, ob wir es durchkriegen, Freunde. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Heute ist Dienstag. Ja, ich fahre am 17. in Urlaub für eine Woche an die Nordsee mit meiner ganzen Familie und ich freue mich sehr darauf. Real Marvin Talk an der Stelle. Okay, schönen Tag. Bis dann. Euer Jay Gigolo.